Heute gucken wir uns mal Adobe Camera Raw an, oder kurz ACR, denn Adobe Camera Raw kann ja keiner die ganze Zeit aussprechen, ich zumindest nicht. Da gibt es auf jeden Fall eine neue Funktion, die heißt Super Resolution oder Super Auflösung, die das Bild um das 200-fache, nehmen, das Vierfache, also um 200% vergrößert. Also 200% in die Richtung, 200% in die Richtung, dann hast du die vierfache Anzahl Pixel. Ich bei meinen 20 Megapixel mit der R6 habe dann eben 80 Megapixel. ACR startet sich automatisch, wenn du mit Photoshop ein RAW öffnen möchtest. Hier haben wir es schon, meine Kraniche und die Super Resolution machst du ganz einfach mit Rechtsklick und dann geht es auf Verbessern. Und hier haben wir es dann auch schon, Super Auflösung heißt es hier auf Deutsch. Dann rechnen wir ein bisschen rum, klickt mal Verbessern, das dauert ein bisschen und irgendwann ist er fertig. Es geht relativ schnell, also da steht es, noch eins zu verarbeiten. Kann sein, dass es jetzt länger dauert, weil die Bildschirmaufnahme läuft. Aber es geht relativ zügig. So, hier haben wir es schon. Hier haben wir jetzt eben die vierfache Auflösung. Und wenn man sich das genau anguckt, dann ist es eben größer. Wie gesagt, geht ein bisschen langsamer. Meine Frage war jetzt nur, taugt diese Sache was? Hier, jetzt hat es groß gemacht. Oder taugt diese Funktion nichts? Vor allem, weil es ja schon andere Vergrößerungstechniken in Photoshop gibt, die eigentlich auch ganz gut funktioniert haben bis jetzt. Hier soll jetzt KI im Spiel sein, also künstliche Intelligenz. War vorher aber auch schon bei manchen Zahlen. Ich habe es ausprobiert. Moment mal, wenn wir hier abbrechen, komme ich hier rein. So, hier sind wir. Und zwar fangen wir einfach mit diesem Baum an. Da kann ich nämlich genau erklären, welche Funktionen es bei Photoshop gibt. Wenn man vergrößern will, bei Photoshop einfach auf Bild und dann auf Bildgröße. Und hier kann man dann auswählen. In unserem Fall müssten wir 200% machen, um die ganze Sache genauso zu machen wie Super Resolution. Und dann können wir auswählen, automatisch, ob eben Photoshop auswählen soll für uns. Es gibt hier verschiedene Sachen. Das Einfachste ist Pixelwiederholung. Das heißt, er macht bei 200% hier einfach den gleichen Pixel daneben, wie er da schon war und da ein. Und dann haben wir eben die vierfache Pixelmenge. Oder eben bikubisch. Ich habe jetzt nur die Vergrößerungssachen gemacht. Und dann gibt es Details erhalten und Details erhalten 2.0, wo auch schon KI mit im Spiel sein soll, damit es alles besser werden soll. Ich habe das alles schon gemacht. Wir gucken uns einfach mal die Sachen an und dann sehen wir, ob die neue Funktion was taugt oder nicht. Wir fangen auch direkt mit diesem Baum hier an, denn da kann ich dir eine Sache genau zeigen. Man sieht nämlich hier so einen kleinen Punkt, das ist ein Vogel. Ich habe hier irgendwie diesen Ausschnitt genommen. Du siehst hier, das ist jetzt dieser Ausschnitt. Und wenn man die Sache auf 200% vergrößert, dann wird es eben so. Aber ich habe gesagt, da oben gibt es diesen Vogel. Wenn wir uns den angucken, du siehst, ich habe jetzt Pixelwiederholung und wenn wir uns diesen Vogel angucken, bei 100%, na, dann müssen wir fast noch ein bisschen größer ran, weil jetzt gehen wir mal noch, machen wir mal richtig krass, 400%, dann sehen wir hier eben, dass es so gerastert ist, weil er eben die Pixel einfach verdoppelt hat in diesem Fall oder vervierfacht, je nachdem wie man rechnet. Die nächste Vergrößerungsart wäre bikubisch, da wird die ganze Sache ein bisschen geklettet und dann gehen wir einfach weiter durch, Details erhalten, ja, da ist ein bisschen schärfer. Details erhalten 2.0, da ist wieder ein bisschen weniger Schärfe. Und dann kommt eben die Super Resolution, die sieht dann eben so aus. Gut, jetzt sind wir bei 300%, gucken wir mal 100%. Jetzt sind wir immer noch ein bisschen zu groß, den Baum an. Das Foto habe ich übrigens mit der RP aufgenommen, mit dem 2405 STM, also nicht mit dem L. Und habe mich damals schon geärgert, dass ich so wenig Brennweite dabei habe, weil er eben in dieser Größe viel besser aussieht als jetzt hier im Original. Also das hier, das ist halt ein bisschen arg klein. Und so finde ich es eben schon besser. Aber wir gehen jetzt mal wieder auf 100% und sehen jetzt hier, wie die Vergrößerungen aussehen. Einmal Pixelwiederholung, also einmal im Original, 100%. Pixelwiederholung, man kann hier auf den Ästen gucken oder so. Aber ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schlecht. Also hätte ich auch nicht gedacht. Bikubisch, sieht man kaum einen Unterschied. Details erhalten, da sieht man dann doch, dass er hier, also wenn ich jetzt nochmal wegmache, du musst auf diese Stelle hier gucken, hier ein bisschen wegmache, wird es halt, ich hoffe, die YouTube-Kompression lässt es zu, machen wir doch mal 200%. Jetzt Details erhalten, da siehst du, einmal bikubisch, einmal Details erhalten, da wird es halt hier ein bisschen, die Kanten werden ein bisschen besser, da erkennt er eben, dass es echte sind, die nicht so verschwommen sind, sondern eben, dass es definierte Kanten hat. Aber Details erhalten 2.0 macht es dann doch wieder ein bisschen verschwommener. Und Super Resolution, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied, also ja, sieht ähnlich aus. Gut, also hier bei diesem Beispiel
muss ich sagen, Super Resolution bringt keinen Vorteil im Vergleich zu diesen anderen Vergrößerungsmöglichkeiten, aber das hier machen wir mal zu, dann zeigt ihr mal direkt, nee, wir wollen es nicht speichern, dann zeigt ihr mal direkt eine Sache, wo es funktioniert. Das Bild hier stammt aus meiner Tour mit dem 1535 am Mühlensee in Vehlefanz und da musste ich schon ein bisschen croppen, weil die 35 zu kurz waren. Aber um die Sache genau anzugucken, habe ich dieses Bäumchen hier ausgeschnitten, so dass wir das hier haben bei 100%. So, bei 100% sieht es so aus, aber wir haben ja gelernt, wir wollen ein bisschen näher angucken. Ach, guck mal, das ist jetzt eine Ente, ist mir nie aufgefallen. Also, Originalgröße bei 200% sieht so aus und wenn man jetzt die Pixelwiederholung macht, dann sieht es bei 200%, ist es natürlich größer, weil es ja vergrößert ist, sieht es so aus und da sieht man halt schon klar, hier sieht man auch das gerasterte Pixelwiederholung und bikubisch macht es eben ein bisschen verschwommen, aber nicht mehr so gerastert. Details erhalten. Ja, das sieht schon echt gut aus. Also gerade bei 100%. Erstaunlich, wie das geht. Muss immer bedenken, ist 200% zum Original. Und jetzt ist 400% zum Original. Details erhalten 2.0. Mir gefällt tatsächlich die 2.0 nicht so gut. Jetzt ist das wieder aus. Wieder an. Also mir gefällt es nicht 2.0 besser als 2.0. Und jetzt machen wir noch, habe ich die Ebene nicht benannt, aber das ist jetzt Super Resolution. Bam. Das ist der Hammer, oder? Also hier bei 100%, da hat es echt gut funktioniert. Da hat die KI erkannt, okay, ich habe hier irgendwie so Gestrüpp und das muss eben wohl definiert bleiben. Hier hat er ein bisschen Probleme, auch generell. Also Hut ab, gerade wenn man mal bedenkt, wie so ein bikubisch aussieht und dann die Super Resolution. Also hier Daumen hoch für die Super Resolution. Aber ja, es gibt auch noch einen Daumen runter. Machen wir mal zu, ein bisschen Speicher zu sparen, weil ich ja nur 8 GB habe. Aber du siehst, Photoshop läuft auch mit 8 GB mit diesen Super Resolution Sachen. Ja, gucken wir uns direkt den Mond an. Das ist der Mond, den habe ich aufgenommen mit meiner Russentonne und der EOS M100. Also krass, oder? Was damit alles machbar wäre. Und ich habe da unten ein bisschen was rausgeschnitten, sodass es eben so aussieht. Hier gehen wir auch wieder auf 100%. So sehen 100% im Original aus. Vergrößert wird es dann so. Und da siehst du, also da will ich gar nicht auf 200% gehen, weil es schon echt übel aussieht, die Pixelwiederholung. Bikubisch macht es eigentlich überhaupt nicht besser, wenn ich hier hin und her klicke. Und auch Details verbessern. Heißt es verbessern oder erhalten? Ich glaube, es hieß erhalten, oder? 2.0, ja, und ja, hier sitzt das Bild nicht 100% übereinander, Super Resolution. Ja, also schlussendlich hat es hier bei keinem richtig funktioniert. Man muss aber auch sagen, dass das Original nicht das beste Ausgangsmaterial ist. Aber trotzdem, also Super Resolution taugt hier genauso wenig wie alle anderen Methoden auch. Also ja, hier braucht man kein Super Resolution. Und wie gesagt, bei dem Baum vorhin hat man es eigentlich auch nicht gebraucht. Also machen wir hier auch zu. Dann bleibt gar nicht mehr viel. Eichhörnchen fotografiert EOS R6 mit dem 2442 bei 240 durch das Fenster bei mir im Haus durch. Das saß direkt vorm Haus. Es ist aber nicht ungewöhnlich, sitzt oft da. Und trotzdem ganz gut geworden. Und da habe ich diese Ecke hier ausgeschnitten. Sieht man na, hier gleich wieder zu, um die 8 GB freizugeben. Also hier so eine klitzekleine Ecke habe ich ausgeschnitten. Bei 100% sieht es so aus. Ich finde halt echt krass. Also durch die Scheibe durch, bei 42 mm mit dem Reisezoom, das ja generell nicht so den super Ruf hat. Und der EOS R6, also Hut ab. Ich weiß gar nicht, ISO und so weiß ich gar nicht, aber ist auch egal. Wir wollen ja vergrößern. Pixelwiederholung sieht so aus. Ja, zur Not geht's. Bikubisch sieht so aus, kaum ein Unterschied. Details erhalten, finde ich wieder gut. Also hier. Na, okay, ich sehe schon, ich muss auf 200% gehen und wir gucken uns, na, vielleicht hier so die Krallen mit dem Fell an. Jetzt sind wir bei bikubisch. Details erhalten, macht halt doch ein bisschen, es sieht so aus, wie wenn es so ein bisschen überschärft wäre, einfach dieses Details erhalten. Auch schlussendlich passt es hier ganz gut. Details erhalten 2.0, macht es wieder ein bisschen hier an, aus, macht es ein bisschen verschwommener. Und hier wieder Super Resolution. Kein Vorteil im Vergleich zu Details erhalten. Und ein bisschen schärfer als Details erhalten. 2.0. So, jetzt haben wir Super Resolution. Nochmal Details erhalten 2.0.
Details erhalten. 1.0 für mich der absolute Favorit. Bikubisch wird schon ein bisschen unschärfer, aber minimal und selbst Pixelwiederholung geht und so groß war's. Also auch hier kein Vorteil für Super Resolution. Und jetzt noch die Kraniche. Gehen wir nochmal zum Originalbild. Hier machen wir das zu. Da hat es da unten, seht das, 11.000, fast 11.000 mal 7.269, also ein Riesending. Und ich habe eben hier diese Kraniche ausgeschnitten. Hier haben wir es, 100%, so sieht es aus, ohne irgendwelche Vergrößerung. Pixelwiederholung sieht so aus, und ich klicke jetzt einfach mal kurz durch. Bikubisch sieht man keinen großen Unterschied. Details erhalten, macht die Sache wieder ein bisschen schärfer. Aber ich finde jetzt gerade, jetzt habe ich es wieder ausgemacht, wenn man hier guckt an den Flügeln, da finde ich es fast schon überschärft, das Details erhalten. Aber wenn man sich dann die Augen anguckt, das ist schon echt gut im Vergleich zu bikubisch. Na gut, YouTube-Kompression wird da eh nichts mehr durchlassen hier. Details erhalten 2.0 macht wieder unschärfer und jetzt kommt Super Resolution und da weiß ich überhaupt nicht, was das soll. Wenn du dir den Himmel anguckst, also wir können ja einfach mal hier, der Himmel hier, da sind irgendwelche rote Flecken und was weiß ich, sieht aus, als wenn ich eine JPEG-Kompression drin hätte, also wirklich komisch. Hier auch die Flügel, da ist Details erhalten 2.0 oder Details erhalten ist da um Längen besser. Also diese angebliche KI bei der Super Resolution, die ist vielleicht künstlich, aber überhaupt nicht intelligent, weil das ist ein Himmel sein soll. Das sieht ja ein Blinder mit einem Krückstock, aber es hat einfach überhaupt nicht funktioniert hier, Super Resolution. Aber wenn man die Augen sich anguckt, machen wir es mal als Shortcuts. Wir sind jetzt bei 300%, also total irre, bei 300% und vorher schon 200%, also bei 600%. Und wenn man sich da die Augen anguckt, das finde ich gar nicht so schlecht. Super Resolution und Details erhalten 1.0, Details erhalten 2.0, macht es doch alles verschwommener. Gut, aber jetzt haben wir genug geguckt. Ja, was soll ich sagen? Ich vermisse es ein bisschen, dass es hier bei Bildgröße drin ist, weil dann könnte man durchprobieren, du siehst ja, es kommen verschiedene Ergebnisse raus, dann könnte man auch hier in der Vorschau durchprobieren, was bringt die Super Resolution, was bringt die Pixelwiederholung und so weiter und so fort, könnte man sich hier dann schön angucken, aber so muss ich über Camera Raw gehen und da dann Osterei suchen mäßig, erstmal suchen, wo die Funktion ist mit Rechtsklick, also gut, wenn man es einmal weiß, weiß man ja, wo es ist. Ich finde es ein bisschen blöd, dass es so auseinandergezogen ist. Einmal vergrößern in Photoshop, einmal vergrößern in Camera Raw. Ich verstehe schon, dass es, warum das da drin ist, aber irgendwie gehört es auch in Photoshop rein, würde ich sagen, und nicht nur in Camera Raw. Zumal es über diesen, es gibt ja auch einen Camera Raw Filter, der hier jetzt gerade nicht geht. Ich weiß nicht, warum der nicht geht. Probieren wir mal hier, Filter. Hier gibt es einen Camera Raw Filter. Wenn ich den aufmache, dann geht es nicht, dann gibt es dieses Verbessern nicht. Dauert jetzt zu lang, weil, hier sind wir. Also wenn ich hier Rechtsklick mache, dann gibt es hier einfach dieses Verbessern nicht. Keine Ahnung, ob das irgendwo anders dann versteckt ist oder so, das weiß ich nicht. Also man muss entweder über Adobe Bridge reingehen, dann Camera Raw starten und es da dann machen, diese Super Resolution, oder eben in Photoshop ein Raw öffnen, damit sich Camera Raw öffnet und dann kann man es machen. Also es ist ein bisschen blöd, die ganze Geschichte. Aber immerhin, alle Bearbeitungen werden übernommen in dieses neue Bild und es wird dann eben, da oben steht es auch, verbessert, eins habe ich schon mehrere verbessert, es wird dann ein neues DNG erstellt, wo dann eben alles drin ist, was du brauchst. Also das ist eigentlich ganz okay so, da gibt es nichts zu meckern und du siehst ja auch, also es taugt was, aber es taugt nicht mehr allen was. Und mein Tipp, wenn du vergrößern möchtest, Bildgröße, Photoshop, durchprobieren, was taugt und dann zur Not eben auch über Camera Raw und die Super Resolution. Aber von wie viele Bilder habe ich jetzt gezeigt? 4, 5 Stück. Hat es eigentlich nur bei dem Baum richtig gut funktioniert und auch deutliche Vorteile gehabt gegenüber diesen anderen Versionen. Von daher, naja, mal was Neues gemacht. Aber da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was du sagst. Kommentier unten drunter mal. Welches hat dir am besten gefallen? Welche Vergrößerung oder welche benutzt du immer? Benutzt du es überhaupt? Ganz ehrlich, ich benutze es eigentlich so gut wie nie. Naja, zum Thema Bildbearbeitung gibt es auch schon ein paar andere Videos von mir. Ich verlinke dir einfach den Kanal, nicht da oben, meinen Kanal kannst du hier abonnieren und hier verlinke ich dir die Playlist mit Bildbearbeitung. Hier gibt es mein letztes Video und dann mal gucken, was es nächstes Mal gibt. Bis dann, ciao!